Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Weiter geht's jetzt. Wir haben uns ja endlich unser eigenes Schiff verdient und können jetzt erstmal die Welt erkunden. Und genau das würde ich auch tun. Tada! Bäm! Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. Aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo die Polynesien und Mu ist und ob man da schon was machen kann, sobald man ein Schiff hat. So, hier sind wir in Nordamerika. Das ist so cool. Können wir irgendwie Grönland was machen? Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht ansatzweise, wo wir hin können. Aber wir gucken mal. Ach, in Grönland waren wir ja. Da sind wir mit dem Vogel hingeflogen. Stimmt. Wo wir nicht wussten, was genau wir da machen können und so. Ich kann auch, glaube ich, immer nur von unten nach oben anlegen, ne? Aber nicht von oben irgendwo. Soweit ich weiß. Kann ich hier drin was machen? Ja, okay, da war noch eine Höhle, stimmt. Okay. Oh, hier ist so ein einsames Haus. Waren wir da schon? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das kenne ich nicht, das Haus. Und das ist in Nordamerika, ne? Ja. Alaska. Hier durch? Nice. Das sieht auch aus, als wenn man das betreten könnte. Mal gucken, ob wir hier irgendwo ran... Da können wir anlegen, tatsächlich. Okay, nice. Bin gespannt. Ist hier was? Ne. Wahrscheinlich sind hier Gegner oder so, die mich einfach töten. Instant. Ne, hier ist wieder so ein Vogel, von dem ich nicht weiß, wo der mich hinbringt. Oder brachte der mich nach... Wo war das Haus da? Nach Grönland. Ich weiß nicht. Hey, Dude. Ich erforsche die Zugvögel. Diese Vögel nehmen verschiedene Flugrouten. Zum Beispiel Alaska und Australien, Nordamerika und Imbecilia, Nordamerika und Savannah und Südamerika und Grönland werden angeflogen. Vögel sind faszinierend. Ich wünschte... Ich könnte fliegen. Okay. Eigentlich sagt der uns, wie die Vögel fliegen. Aber eigentlich habe ich keine Lust, durch die Gegend zu fliegen, weil es immer so lange dauert. Boah, keine Ahnung, ob hier im Wald noch... Oh, hier noch irgendwas ist. Ich dachte nur gerade, die eine leere Stelle da, die muss doch was bringen, oder? Krass. Ganz schön großes Gebiet hier. Da ist so ein random Stein. Kann man nicht den aufheben? Nee, ich kann alle anderen aufheben. Oh, waren wir nicht hier sogar mal? Schon mal? Irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Können wir wieder raus. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So. Wir reisen weiter. Da ist so eine kleine Mini-Insel, sehe ich gerade. Ein bisschen südlich von uns. Guck mal hier ganz kurz. Bim, 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 bim. Polynesien. Ah. Okay. Mal gucken. Mein Freund, du kamst hierher, um dich zu erholen, stimmt's? Du wirst dich hier sehr wohl fühlen und nichts wird dich stören. Uff, uff, uff. Okay. Was bringt denn diese verdammte Insel nochmal? Die tropische Sonne ist heiß. Möchtest du übernachten? Ich bin fit, danke. Oh, zu schade. Es ist so hübsch. Ja, bezweifle ich nicht, aber... Ist das alles? Dafür haben wir Polynesien wieder? Ja, okay. Egal. Verrückt. Oh, hier. Tokio. Oh, da könnte es auch sein, dass wir da weiter müssen. Und das ist... Keine Ahnung. Aber da gehen wir noch nicht rein. Ich weiß, dass wir irgendwie... Neo-Tokio heißt es, glaube ich, hier. Da müssen wir irgendwann mal rein. Kann man hier was machen? Australien und so. Oh, da können wir rein. Indonesien. Mal schauen, mal schauen. Kommen wir irgendwo... Oh, da können wir anlegen. Nice. Musik. Oh, da ist eine Kiste. Gibt es hier Gegner? Ne, nur die eine Kiste scheinbar. Die holen wir uns doch glatt mal. Eine Kiste aus Australien. 892 Talers. Ja, das ist ja atemberaubend.
Dafür bin ich hierher. Oh Gott. Naja, gut. Fast 1000 Geld. Schon okay. Naja, okay. Ja. Okay. Tipp. Rechts oder links? Boah, hoffentlich klettere ich da jetzt nicht hoch und kurz vorm Ende oder so ist, komme ich nicht weiter, weil ich doch den anderen lang muss. Das wäre so gemein. Das wäre wirklich mies. Oh, Glück gehabt. Boah, bin ich ein Lacker. Aber es war einfach wirklich so. Wäre ich den linken hochgelaufen. Junge, die. Ein Vital-Elixier, okay? Kreis. Und 228 Taler. Das Elixier drücken wir uns mal direkt rein. Oh, ich habe zwei sogar. Oh, habe ich das letzte gar nicht getrunken? Nice. Okay, das haben wir. So, wenigstens geht runter ein bisschen schneller als hoch. Weil wir sind ja Superman und können von jeder Höhe einfach runterspringen, ohne irgendwie, dass uns was passiert. Was ist das hier? Odemfels. Boah, sagt mir alles nichts mehr, ne? Kann ich die anheben? Ne, kann ich nicht. Ich glaube auch, dass wir in Australien grundsätzlich storytechnisch nichts machen müssen. Deswegen können wir uns da auch gleich mal eben die Stadt anschauen. Weil ich auch nicht weiß, was das ist oder was man da machen kann. Okay, hier gibt es einfach gar nichts. Ist das so? Krass, ey. Also entweder muss ich später doch noch hierher. Oder das ist einfach komplett useless. Ja, ich habe vergessen, wo die mich hinbringen. Will ich auch nicht. Keinen Bock jetzt mit. Wir gucken mal ganz kurz rein. Goldküste vielleicht. Sowas in die Richtung. Ich wollte mir jetzt eigentlich keine Städte angucken. Sea House. Ich glaube, das ist nur wichtig für die Städteentwicklung, ne? Oh, ein Koala. Süß. Ja, ist nur wichtig für den Bürger. Ich heiße eins, bla bla. Rein wirtschaftlich besitzt diese Stadt eine sehr schlechte Lage. Es ist notwendig, dass der Name der Stadt weiterhin bekannt wird. Ja, okay. Ja, dazu muss ich halt Stuff besorgen und da habe ich echt, da habe ich gerade keinen Nerv zu. Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es der ganzen Welt kundtun kann. Ja, ich nehme es mal mit. Probier mal. Nom, nom, nom. Okay. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich das hinbringen muss. Obwohl, zu dem Feinschmecker-Dude, ich weiß noch nicht mehr, wo der ist. Ich glaube, der war in Aola. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Da sind Notizen erforderlich, glaube ich. Ja, komm. Gift Shop. Dip, dip. Dip, 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 dip. Wer nichts kauft, fliegt raus. Ja, du hast aber nur Müll, Alter. So. Oh, nee, was war das? Da war was Neues. Hey, Info. Hebt einen Fluch auf. Nehmen wir. 9 Stück. Hallo. Nice. Jetzt haben wir auch was gegen Flüche. So, ich verschwinde jetzt hier mal. So, Australien. Können wir hier nach... Oh, da kann man auch anlegen. Wie, wozu denn das? Und wie? Kann ich da irgendwo ran? Kann ich da irgendwo durch? Oh, hier könnte ich vielleicht... Oh ja, das klappt. Nice. Okay, aber was ist hier? Nichts? Ja. Oh doch, da ist doch was. Schon wieder so ein komisches Gebiet. Was sind das hier? Nichts. Ne, auch nicht. Sollen wir mal schauen? Ist hier nix? Wieder? Nix. Oh, ein Kristall. Wow.
Wow. Ein Kristall. Ja. Nice. Okay, für ein Kristall. Das hat sich nicht gelohnt, tatsächlich. So, das war Australien. Oh, wir können mal gucken, ob wir da unten in die Antarktis können. Konnte man da anlegen? Ich glaube schon. Oh, da ist eine, oh, da ist eine Höhle. Eine Höhle. Oh, scheiße, ich muss darüber rüberspringen. Geschafft. Nice. Oh, mit Kisten. Oh, was? Ein Nixenmantel. Was ist denn ein Nixenmantel? Und noch ein Vitalelixier. Krasser Scheiß. So, das drücken wir uns natürlich erstmal direkt rein. Plock. Nee, ich hatte ja eine Dings gefunden. Eine Nixenmantel. Der ist der, ne? Ne, Federanzug. Oh, das ist... Oh, krass. 14 besser. Junge, und warum ist das hier so in der Mitte? Ist das hier irgendein Special-Ding? Nixen tragen ihn an kalten Tagen. Abwehr 43 dazu, ey. Krass, krass, krass. Das ist heftig. Oh. Warum komme ich da jetzt nicht wieder rüber? Hallo. Hä? Kann ich da nicht rüberhüpfen? Was? Bescheuert. Okay, egal. Okay, gibt's hier noch mehr? Ich meine, das war ja schon ganz okay, ne? Hier ist noch was. Nie hätte ich gedacht, dass es am Südpol so düstere Orte gibt. Seltsam. Das sind Grabsteine. Und das hier am Ende der Welt. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Hallo. Sieht aus wie ein alter Altar. Kann ich da reinkrabbeln? Nö. Sieht aus wie eine Art Altar. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit denen irgendwas machen kann. Vielleicht kann ich hier später auch noch was machen. Keine Ahnung. Merkwürdig. Okay. Kann ich hier rum? Nee. Ist noch mehr? Nö, ne? Ja, doch, vielleicht. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Scheinbar nicht. Okay. Wo können wir noch hin? Ja, die Städte da oben, die hätten wir noch. Wo ist denn Mu? Wo ist eigentlich Mu? Diese kleine Mini-Insel. Das weiß ich überhaupt nicht. Wo ist Mu? Das ist Afrika. Hier ist einfach kilometerweise nix. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo Mu ist. Polynesien haben wir ja gefunden, aber Mu... Oh, guck mal, was ist das denn? Oh, das ist der Nixenturm. Ja, okay, da waren wir schon. Hier könnten wir anlegen. Sahara. Eine Oase. Karawane.
Wir Wüstennomaden bauen unsere Camps in Oasen auf. Ja, macht doch Sinn. Wir Händler kaufen in der Stadt und verkaufen auf unserer Reise. Einkauf gefällig? Was bietest du an? Nix, scheinbar. Einfach nix. Man kann sagen, jo, okay, was bietest du an? Und dann bietet er mir nichts an. Ja, hast du gerade schon mal gesagt. Der andere Dude. Ja. Der sagt, keine Ahnung. Die Knochen bleiben jetzt. Hä? Das ist ja merkwürdig. Punkte ablaufen. Oh, hier ist noch eine Kiste. 1003 Taler. Junge, das sind eine Menge. Und hier noch eine Kiste. 703 Taler. Einfach 1700 Geld. Junge. Mitten in der Wüste. Ja, okay. Wahrscheinlich ist hier sonst auch nichts mehr. Bi, bi, bi. Ist hier noch was? Nee, okay. Europa waren wir eigentlich auch schon. Wo ist Mu? Ich würde ganz gerne, wirklich ganz gerne Mu besuchen. Oh, hier waren wir noch nicht. In England. Oder? Nee. Sir Fitz. Moin, Sir Fitz. Oh. Das ist das Haus des superreichen Magnaten Sir Fitz. Sir Fitz ist recht selbstverliebt, aber ungemein großzügig. Mhm. Ich glaube, ich bin Sir Fitz. Ich bin ziemlich superreich. Okay. Ich suche eine nette Dekoration. Hast du nicht eine gute Idee? Geld spielt keine Rolle. Ich habe genug davon. Eine nette Dekoration. Haben wir nicht mal ein Bild gekriegt? Oder war das... Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Wir haben aber nichts dabei. Schriftrolle, Hundepfeife, Verlobungsring, Filet, Traumsiegel, Orchidee, Blechholzklotz. Ja, sieht eher nicht so danach aus. Aber ich glaube, dass wir dem ein Bild bringen müssen. Lass dich von ihm nicht ins Bockhorn jagen. Er ist ein Schlitzohr. Okidoki. Bambuki. Gibt's hier denn noch was? Ne. Okay, Sir Fitz. So, wo können wir denn noch hin? Hier können wir nicht anlegen. Kann man irgendwie an den Nordpol? Oh, da ist noch was. Oh Gott, na. No. Dum, 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 dum. Oh, das ist ein ganz schön langes Seil. Gut, dass das so stramm gespannt wurde. Echt, der ist schon wieder ein Kristall. Boah. Leute. Junge, die, ey. We need Mu. Ich will nach Mu. Ich will wissen, was da ist. Das habe ich nämlich echt vergessen. Oh, nein. Ach, warum bin ich gesprungen nochmal? Weil dumm. So, einmal hier oben lang schibbern. Oh, hier ist auch noch so ein einzelnes... Ach so, nee, da waren wir. Das war beim Norfestia-Wald oder sowas. Keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Vergessen. So, okay. Mu könnte noch... Ah ja, ich wollte ja gucken hier, ob irgendwie Nordpolmäßig hier was ist. Aber es sieht ja fast nicht danach aus. Hm. Wird Mu auf der Karte angezeigt hier? Polynesien ja nicht, oder? Waren wir hier gerade schon? Ja, ne? Hier waren wir, oder? Hier war der Vogel, oder? Ich bin so lost, ey. Ja. Junge, die, ey. Doch, hier waren wir schon. Alter, mich nervt das mit Mu. Ich will Mu jetzt finden. Und das hier war doch... War das hier Polynesien? Ja.
Also Polynesien wird angezeigt. Wird Mu auch angezeigt auf der Karte? Dann kann das ja fast nur der rechte kleine Strich hier neben Amerika sein. Kann ich hier durch? Hoffentlich kann ich hier durch. Ich kann hier nicht durch, glaube ich, ne? Nee, shit. Ah! Was war das hier eigentlich für ein Haus? War ich hier schon? Nein, oder? Nein, war ich noch nicht. Okay, hier ist nichts. Ich gucke erst außen. Okay. Was? Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Ja, und jetzt ist er voll, oder was? Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Okay, hier kann ich einfach nichts machen. Oh, vielleicht kann ich das beiseite schieben. Oder nicht? So. Kann ich das aufheben? Nee, auch nicht. Da ist das auch ein bisschen. Ach so. Ah, das ist so. Okay. Aber hier kann ich einfach nichts machen. Aber komische Geräusche gab es. Weird. So, wo ist Mu? Mu, 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 Mu. Oh, hier ist noch. Hier war ich schon. Und das war nicht Mu. Das ist Mu! Mu, wir haben Mu gefunden. Noch so eine weirde Insel. Ah. Wenn es hier auch nur ein Kristall gibt, ne, dann gibt es Ärger hier. Wir haben ja immerhin schon eine richtig gute Rüstung gefunden, den nächsten Mantel. Die war schon deutlich besser. Oh, eine Kiste, sehr schön. Nicht nur ein Kristall. Wahrscheinlich auch nur Geld drin. Geld haben wir auch einiges gefunden. Oh, noch eine Kiste. Nice. Ich bin sehr gespannt. Ein Abwehrelixier ist auch okay. Oh, ein Xenos-Speer. Leute, was zur Hölle? Mu lohnt sich scheinbar. Es sei denn, es ist so ein Müllwaffe, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Die muss ja gut sein, wenn wir die jetzt finden. Oh, ist das der in der Mitte? Ja. Sieben besser. Junge. Mal gucken, ob der ihn verwandelt. Abwehr in KP. What the fuck? Krass. Deswegen gab es hier auch nochmal ein Abwehr-Elixier, wa? Krass, krass, krass. So, raus hier. Hatte ich den angelegt? Ja, ne? Instant vergessen. Wir gucken nochmal ganz kurz nach. Ja, haben wir. Okay, da wollte ich nicht hin, aber danke. Hallo, geh raus aus der Hütte. Blub. So. Guter Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben fast alles erkundet. Ich würde dann jetzt als nächstes wahrscheinlich so die beiden Städte noch hier ansteuern. Ach, ich starte jetzt. Ich beende hier jetzt die Folge. Das ist eine gute Länge, das ist okay. Wir haben ja eine neue Rüstung gefunden, wir haben neue Waffen gefunden, wir haben Geld gefunden, wir haben Elixiere gefunden und haben wir noch was gefunden? Kristalle. Yay. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. So.